schon gefragt, ob der Matchplan vorher aufgegangen ist. Also wir haben einen klaren Plan gehabt, ob der Matchplan dafür verantwortlich war, dass es dann schlussendlich der Sieg geworden ist. Das muss ich mir dann erst in der Analyse anschauen. Fakt ist, die Jungs da links und rechts, die da sitzen, die haben das vollbracht. Zum einen mit ihren Toren und zum zweiten, was viel wichtiger war, mit einer unglaublichen Leidenschaft und Einsatz und Laufbereitschaft über wirklich 90 Minuten oder mehr. Und das war, glaube ich, das Geheimnis, dass wir diese Punkte und diesen Sieg geholt haben. Alles andere war klar, Plan hin, Plan her. Die Jungs haben sich super dran gehalten, aber schlussendlich war es die Leidenschaft und dieser Wille, das Spiel gewinnen zu wollen, der uns diese drei Punkte gebracht hat. Auf jeden Fall funktioniert hat. Nein, ich bin sehr froh, dass das Sieg hat und mir das verliert. Für mich da wohl, ich bin auch von da und deswegen bin ich sehr froh, dass das geklappt hat. Was hältst du jetzt zum Tor zum Spiel? Ja, wir haben uns erst jetzt ein bisschen schwer da. Haben nicht ganz gut reingekommen. Zweite Halbzeit ist es dann besser geworden. Dann der Konter dann von uns hat uns wirklich super gehabt. Nichts gemacht. Offen einmal läuft das reingehauen. Noch weiß nicht wie viele Versuche. Haben wir sehr froh. Ja, dann zum Schluss ist es noch ein bisschen knapper ziehen müssen, aber schlussendlich haben wir die drei Punkte drin und mehr zählt nicht. Das ist das Wichtigste. Hat es gut funktioniert. Ja. Ich bin natürlich überglücklich, dass ich den Freistoß so schön getroffen habe. Aber ja, ich glaube, als ganze Mannschaft muss man ein Kompliment machen, dass wir da heute die drei Punkte geholt haben. Wer noch sagt, dass ich keinen Wert auf Ballbesitz lege, in Wahrheit ist es mir eigentlich wurscht, wie das Resultat, wenn das Resultat dann passt. Aber ich denke, dass wir uns nicht, ich weiß nicht, irgendwann einmal auf die Tafel geschaut, da war 45, 55, also das ist nichts Dramatisches. Das ist vielleicht die letzten paar Minuten dann einmal runtergegangen. Bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also mittendrin war 45, 55, dann war ja. Na, also, und wenn es so ist, ja. Also das glaube ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn es so ist, ist es mir auch wurscht. Ja. Weil wir weil im Fußball einfach zwei Dinge wichtig sind: zu verteidigen und anzugreifen. Und wir versuchen, wenn wir den Ball haben, ganz einfach so Fußball zu spielen. Mit unseren Mitteln und mit unseren Ideen und mit unserer Klasse, die unsere Spieler haben. Und gegen den Ball versuchen wir uns zu wehren. Und das ist ja normal. Das machen die einen, entweder sie ganz hoch attackieren und manche das tief verstehen. Und wir haben am Anfang mittendrin attackiert, dann waren wir hoch und zum Schluss waren wir tief. Und am Ende sind drei Punkte da und das ist das Einzige, was zählt. Ja, vielleicht mal ein Kommentar zur Innenverteidigung, zur neu formierten Innenverteidigung. Sie haben ja eigentlich keine großen Chancen zugelassen vom Gegner. Gestern Torschancen hat sogar jeder auch schon in der ersten Halbzeit weg. Das stimmt. Schari vielleicht zu den beiden noch und auch Seibert, der ja reingerückt ist. Neu formierte Abwehr? Ja, also. Wir mussten natürlich nach dem Abgängen von Boateng und von Reifelshammer reagieren, das war logisch. Wir wollten immer einen Linksfuß hinten haben, den haben wir mit Blavodic bekommen, den habe ich vom FAC gekannt schon und den wollte ich immer schon haben und den haben wir geholt. Konstantin Reiner kennt man eh und wir haben nur ein paar andere, die das machen können, aber die zwei haben das heute hinten richtig gut gemacht, wenn man bedenkt, dass für mich mit Marko Djuricin einer der besten Stürmer in Österreich am Werk ist, der immer brandgefährlich ist und sie haben ihn richtig gut abmontiert, also das hat sehr gut gepasst. Und was den Felix betrifft, genauso, also der Weg in Ried ist ja sowieso der, dass wir Eigenbauspieler und junge Spieler immer wieder bringen wollen und müssen. Und der Felix hat ganz einfach unter der Woche sehr, sehr gut trainiert. Er war kurz einmal krank, ich glaube, das wird sich nicht ausgehen. Ja, ist natürlich enttäuschend, wenn man so eine erste Hälfte spielt wie wir. Wir haben, glaube ich, das Spiel dominiert. Wir haben Ried überrascht, glaube ich, mit unserer Aufstellung, mit unserem System. War taktisch sehr, sehr gut, gutes Passspiel. Sind oft über die Seite ins Zentrum gekommen, waren dort aber nicht gut besetzt. Und ja, eigentlich war es dann zweite Hälfte durch einen schweren Fehler, sind wir in Rückstand geraten. Ein super Freistoßtor, das wirklich sensationell war, kann man nur gratulieren. Und dann war es natürlich schwer. Wir wussten natürlich, dass Ried dann sehr, sehr gut verteidigt. Wir haben alles versucht. Wir haben immer wieder versucht, schnell zu verlagern, Räume zu öffnen, anzulaufen, hinterlaufen, vorderlaufen, alles, was es so gibt im Fußball. Und ja, leider ist uns der Ausgleich nicht mehr gelungen. Also allein in der ersten Halbzeit die Durchschlagskraft, die vorne gefehlt hat. Ihr wart ja auch, glaube ich, wenn man jetzt die statistischen Werte sieht, auch vom gesamten Spiel in allen Belangen vorne. 72% Ballbesitz, glaube ich. Torschancen hat allerdings richtig fest drin gehabt, auch schon in der ersten Halbzeit, wenn Schari denke. Ist das Manko im Moment bei euch, der Abschluss? Ja, das Manko ist ja klar, wenn du dominant spielst, dann hast du auch Räume nach hinten, dann ist es natürlich einfacher, wenn du auf Konter spielst, wenn du vielleicht
mehr Räume in die Tiefe hast. Aber grundsätzlich sehe ich es nicht als Manko. Ist natürlich das Schwierigste am Fußball ist das letzte Drittel, da die richtigen Bewegungsabläufe zu haben. Aber ja, wir sind trotzdem oft runtergekommen, haben die eine oder andere Torschuss gehabt und das muss man halt dann besser fertig spielen. Wie sehen Sie jetzt das? Wie sehen Sie jetzt die Situation auch jetzt im Hinblick auf das internationale Rückspiel diese Woche, die Konstellation bei Ihnen? Der Druck ist immer da. Ja, also das kenne ich ja. Das ist ja nicht mein erstes Jahr bei Austria Wien, zwar nicht als Cheftrainer, aber ja, Druck ist da. Aber wir werden das jetzt analysieren, die Gründe, warum es nicht so geklappt hat, warum wir dann diese Gegentore erhalten haben, warum es vornherein die Laufwege vielleicht nicht so waren, wie wir sich das vorgestellt haben. Ja, und dann werden wir sich vorbereiten auf breiter Blick und werden versuchen, dort ein gutes Ergebnis zu holen, dass wir eine Runde weiterkommen. Ganz klar, und da muss man Ried auch ein Kompliment machen, die sind gut organisiert in der Defensive, die verteidigen sehr, sehr gut. Dass das schwer ist, das wussten wir und trotzdem sind wir aber immer wieder über die Seiten durchgekommen, haben Chancen herausgespielt und haben diese Flanken und Stangelpässe nicht zusammengebracht, aber das Ried gut verteidigt, das haben sie auch im letzten Jahr schon bewiesen. Nichts Schöneres, also das Spiel war gerade, glaube ich, auch ansehnlich. Leider war das Ergebnis nicht für uns, aber Fußball ohne Fans macht einfach keinen Spaß und das, ja, das ist eigentlich das Salz in der Suppe, Emotionen sind da und ja, ich freue mich, dass ich da dabei sein kann.